Heute will ich euch mal den wohl spacigsten aller Panzer zeigen, den es so derzeit bei Armored Warfare gibt. Und dabei handelt es sich um den PL-01, den 10er Leichtpanzer. Ein unglaublich besonderer Panzer, den man wirklich irgendwie gefühlt haben muss. Es ist einfach, ja, was Spannendes. Die Details, Leichtpanzer, schon gesagt, eigentlich ein Pole. Der leichte polnische Kampfpanzer PL-01 ist eine Zusammenarbeit mit Großbritannien entstandener Prototyp. Er wurde zum ersten Mal 2013 bei der internationalen Waffenausstellung in Kielce vorgestellt. Er stellt eine aufgerüstete Version des Panzerprototyps anders dar. Der Schaden ist 622 mit 770 knapp Durchschlag, 6000 Schaden pro Minute. Der Schutz ist sehr übersichtlich, also normalerweise bekommt er alles rein. 2700 Trefferpunkte, 70,2 die Höchstgeschwindigkeit, Tarnung und alles andere natürlich für einen Leichtpanzer typisch. Aber auch hier, wir schauen uns den Ganzen jetzt in-game an. Ihr seht hier unten, was ich so dabei habe. Also, sollte ganz gut werden. Lasst uns reinspringen. Los geht's. Und wir haben die Operation Albatros, eine Luftbasis der Le Avreux, ist extrem schlecht bewacht. Es ist ein Transportflugzeug dorthin unterwegs. Übernimm die Kontrolle über den Flugplatz und sichere die Landebahn. Versuche die Basis funktionsbereit zu erhalten. Wir wollen sie so bald wie möglich nutzen. Den Funkturm erobern, das Hauptquartier zerstören, die Landebahn verteidigen und drei Verstecke sollen wir auch noch klar machen. Und natürlich bin ich nicht allein, sondern einmal Sphinx, einmal T90, einmal B1 Draco und XM1. Also für jeden was dabei. 3 10er. 2 9er. Es schaut einfach aus wie ein Monster, dieses Ding. Also, ich sollte nicht der sein, der an die vorderste Front ranfährt. Aber so von hinten kann ich dann schon Schaden machen. Ah, jetzt hat er nochmal angewinkelt. Oh, oh. Ati, 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 Ati. Komm schon, lade, 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 lade. Ja. Von erfahrenen AW-Spielern habe ich mir gesagt, gar nicht so viel mit der Munition rummachen, sondern bleib bei dem, was dir sympathisch ist. AP geht immer gut, lieber den sicheren Treffer und hier zünde ich ihn an. Und da ist er weg. Ah, Ati, wenn du mich jetzt triffst, gell. Den Funkturm, den haben wir hier. Der muss erobert werden. Aber das sollte jetzt eigentlich kein so großes Problem mehr sein. So. Ah, jetzt habe ich den Speed aktiv gemacht, wobei eigentlich gar nicht notwendig. Ha! Mein Kill! Ups. Wollte ich nochmal schnell reinpreschen. Aber in dem Fall nicht mehr notwendig. Sphinx. Da oben auch unterwegs. Und schau mal, was da unten so geht. Nein, nein, nein. Nicht auf mich. Böser, böser Gegner. Feindlicher Panzer markiert. Ja, jetzt ist er markiert. Und jetzt kann ich hier auch den Schaden drauf machen. Da freut sich mein Teammate, wenn er da ein bisschen was davon hat, wenn er ihn schon markiert. Paladin-Arti. Aha. Da also. Treffer Nummer 1. Und Treffer versenkt. So, da vorne. Sphinx braucht Unterstützung.
Feindlicher Panzer markiert. Da helfen wir jetzt auf jeden Fall mit. Und jetzt laden wir mal eine Rakete. Dann sehen wir auch, dass er die auch schießen kann. Eigentlich jetzt nicht notwendig. Nein! Kritischer Kettenschaden. Kann es doch nicht sein. Jetzt ist er weg. Alles weg, alles zerstört. So soll es sein. Das Versteck muss auch weg. Aber das wird jetzt gerade weggemacht. Da unterstütze ich lieber die Jungs hier drüben. Bisschen schneller, bisschen Gas. Dass ich auch hier rankomme. Und jetzt habe ich auch mal ordentlichen Speed drauf, du. Nein, ich dachte, den Kill kann ich mir schnappen. Aber wohl nicht. Zack, durch die Absperrung durch. Nee. Da habe ich einen Treffer bekommen. Aber halb so wild. Ja, ja, triff mich nur. Alles egal. Muss nur aufpassen, nicht zu viel fressen. Wieder nicht zu ungestüm an die Sache rangehen. Wäre nicht das erste Mal, dass mir das ein Spiel ruiniert. So, der Terminator. Weg ist er. So, die Arti steht da oben. Die hole ich mir jetzt. Identifizieren. Oder auch nicht. So, jetzt erstmal den einen wegmachen. Identifizieren. Oh, da kommt immer mehr. Ich mach mal hier mein Reparaturset, dafür habe ich es dabei. Weil ich will jetzt da nicht der Idiot sein, der jetzt hier noch das Spiel versemmelt. Identifizieren. So. Eieiei. Doch nicht. Ansonsten gibt es gleich eine Rakete für dich, mein Freund. Nimm ich halt die. Kann ich mit leben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, kein Durchschlag? Ach, Irrer. Ah ja gut, er kommt hier bei mir auch nicht durch. Jetzt, klappt's auch mit dem Damage-Nachbarn. Ja, das wird nichts mit dir, mein Freund. Gut, weg. Und jetzt hole ich mir die Arti. Und auch das Versteck könnte man nochmal zerstören. Ah, Mist. Habe ich ein bisschen zu spät auf das Versteck geachtet. Die Nemission hätte man also sich natürlich noch holen können, aber es war eine coole Runde mit einem optisch genial geilen Panzer. Also hat schon trotzdem für viel Spaß gesorgt und natürlich ist jetzt die Endauswertung interessant. Ich hoffe, dass ich mich hier als einer von drei Tier 10 Panzern wenigstens in die Top 3 gespielt habe. Alles darunter wäre ein bisschen traurig. So, wir haben hier natürlich Teamwork, weil keiner gestorben ist im Team. Ja, ich bin echt
Im Schaden bin ich auf Platz 3, aber von XP auf den letzten Platz. Aber gut, dann machen wir es so, so ist schöner. Also Schaden auf Platz 3, da lief es doch ganz gut. Und der Tier 10, der ist sogar noch deutlich drunter, hat aber ein bisschen scheinbar teamdienlicher gespielt. Nichtsdestotrotz eine coole, lustige Mission mit einem tollen optischen Panzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.